Hallo, meine lieben Leseratten, und willkommen zu einem Buchzwischenstand. Ich habe ja letzte Woche kurz die Nachfrage gemacht, was für ein Design euch besser gefallen würde bei einem Buch, weil ich das Bloxikon jetzt so weit habe, dass ich anfange zu schreiben. Und zunächst mal dazu Feedback, ganz klar, Blocksatz mit Worttrennung, damit das Ganze schön aussieht. Also habe ich jetzt Blocksatz mit Worttrennung gemacht und es kam auch der Hinweis, die Titelzeile auf die ganze Breite der Seite zu machen, damit der Fließtext halt ja sich besser absetzt vom Titel. Und ihr seht jetzt im Hintergrund, wie das bei mir in der Schreibsoftware aussieht. Ja, LibreOffice ist nicht unbedingt die Software, um Layout zu machen, aber es ist halt eine super Software, um einfach mal möglichst schnell und direkt schreiben zu können. Ja, am Ende wird das noch vernünftig gelayoutet, aber ich benutze halt LibreOffice jetzt erstmal zum Schreiben. Und ja, das sieht jetzt so aus wie da im Hintergrund. Ich habe jetzt als Bild extra nochmal denselben Ausschnitt genommen, den ich letzte Woche zum Fragen genommen habe, damit ihr, wenn ihr wollt, das vergleichen könnt. Also möglichst direkt die anderen Kapitel sehen auch so aus, aber da kann man auch sehen, wie der Text dann hinpasst und so weiter. Ansonsten vielleicht einfach mal, weil nach Zwischenständen gefragt wurde, gebe ich dann auch meinen Zwischenstand. Mal gucken, vielleicht mache ich das jetzt auch wöchentlich, immer sonntags nach den Mock 10 so einen kleinen Zwischenstand zu der Buchentwicklung. Ich sage auch gleich, das ist jetzt zurzeit nicht die erste Priorität im Bücherschreiben, dieses Buch. Im Moment bin ich noch an einem anderen, was schneller fertig sein soll, nämlich Biology of Minecraft. Das soll im Juni halt auch fertig sein und rauskommen. Aber Bloxikon läuft im Hintergrund schon mit den ersten Sachen. Ich habe diese Woche das Vorwort geschrieben. Ich habe eine Definition geschrieben, was sind eigentlich Klemmbausteine, denn das ist gar nicht so leicht, die von Puzzeln und vom Modellbau und solchen Geschichten abzugrenzen. Aber es hat funktioniert. Die ist jetzt da und definiert im Buch. Das Kapitel zu den Quadratschädeln, das ihr ja jetzt im Hintergrund seht, in dem es halt um Brickheads geht und Cube Dudes und diese ganzen Geschichten, die da rundherum sind und Cube Rows. Es gibt überraschend viele solcher Geschichten und die haben tatsächlich eine Geschichte hinter sich und eine Verbindung und Verknüpfung untereinander über die Jahre. Dann habe ich noch ein kleines Kapitel geschrieben zum Thema Klemmbausteine und da ist es tatsächlich einfach nur Lego, also Lego in der Kunst, wo auch so ein paar Kapitel drin sind, die Lego euch von sich aus nicht erzählen würde, weil Lego durchaus ein angespanntes Verhältnis auch mit Kunst zeitweise hat. Ja, da gab es durchaus interessante Geschichten und ich habe halt angefangen, Glossar anzulegen. Da bin ich mal gespannt, ob das im Buch bleiben wird. Glossar ist halt alle Begriffe und Geschichten, die nicht ausreichen, um eigenes Kapitel zu machen. Die kommen da als kleiner Eintrag hinten rein, wo einfach nur eine Begriffserklärung dann drin ist. Möglicherweise schafft es das Glossar gar nicht in die Endversion. Wenn ich nämlich diese ganzen Geschichten in die normalen Kapitel noch integriere später, dann könnte es sein, dass es wieder rausfliegt. Vorerst ist es da. Wenn ich die Sachen noch anderswo eingebaut kriege, dann halt am Ende nicht. Wenn nicht, dann doch. Wenn nicht, dann doch. Ja, ihr wisst, was ich meine. Und ja, beachtet übrigens nicht die Wortanzahl, die da unten steht. Es gibt noch einiges an Platzhaltern, die da sind. Ich würde sagen, ich bin jetzt so ungefähr 3% Fortschritt bei dem Buch. Und ich habe bis jetzt auch nur die Textteile geschrieben. Also ich habe noch nichts mit Bildern gemacht. Das kommt nachher. Konzept ist ja so bei den meisten Sachen, also bei den Hauptkapiteln wird es so sein, es gibt anderthalb Seiten Text und dann nochmal zweieinhalb Seiten. Zweieinhalb Seiten? Ja, zweieinhalb Seiten mit Bildern von Sets, Marken und so weiter, die halt dazugehören. Es gibt ein paar Bereiche in dem Buch, die ein anderes Text-Bild-Verhältnis haben, eben zum Beispiel das Glossar. Das Vorwort hat keine Bilder drin, ne? Und ich überlege zum Beispiel auch, ob ich einige Abschnitte nochmal anders mache, wie zum Beispiel, ob ich das Video, das es mal gab zu juristischen Streitigkeiten um Lego, ob ich das auch in dem Buch umsetze. Das würde dann aber auch anders aussehen als diese normalen Kapitel. Und insgesamt wird das Buch in drei Teile halt gegliedert sein. Das heißt, es gibt erstmal einen Teil mit den verschiedenen Marken, dann gibt es einen Teil mit den Produkten und dann gibt es einen Teil quasi über den Stein und das Bauen und so weiter. Wenn ich die juristischen Geschichten auch noch reinnehme, dann ist das nochmal ein vierter Teil. Und dann gibt es diese Sachen Glossar, Vorwort, Definition, die halt nicht
zu den Teilen gehören. Das ist zurzeit, wie weit das Buch ist, wie weit die Konzeption ist, wie weit das Schreiben ist. Es wird ständig weitergehen und ich hoffe halt, dass ich im Lauf des Sommers auch mal so richtig damit in Fahrt komme und dann spätestens, sagen wir mal September, September klingt gut, September damit soweit fertig bin und das Ding in den Druck geben kann. Jo, das ist der Stand bis jetzt. Morgen machen wir wieder normale Bausachen. Ich weiß gar nicht, ob Lego, denn was ich morgen machen werde, ist, ich werde einfach mal in den TK Maxx gehen, weil der jetzt endlich wieder offen ist und ich ohne Test oder sowas da reingehen kann. Und ich glaube, die werden gerade richtig ausräumen, ihre Lager, weil die haben jetzt ein Jahr lang kaum verkaufen können. Bin mal gespannt, was sich da in der Zeit angesammelt hat und was ich dann morgen präsentieren kann. Ist mit Sicherheit irgendein Klemmbaukram dabei. Da bin ich absolut sicher. Ich bin gespannt, welcher. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Ich sag bis dahin.